Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück in Südhemmern. Ich bin wieder der Schotti von der Testeria. Boah, es ist 18:57 in-game, es wird langsam dunkel. Eigentlich hatte ich heute noch geplant, mir was zu überlegen bezüglich Kartoffeln, weil wir die ja auch noch brauchen. Schauen wir, wie weit wir heute kommen. Wir müssen auf jeden Fall Mehl verkaufen. Wir müssen Zucker verkaufen. Zucker brauchen wir nicht einlagern. Ist im Moment haben wir alles voll mit Zucker. Kartoffeln, da, wie gesagt, das will ich heute vielleicht noch anstoßen. Bier. Wir haben ein Feld gekauft letztes Mal. Das Feld, große Feld 1, da habe ich jetzt Hopfen angesät. Malz haben wir. Das müssen wir noch holen. Und dann können wir mit dem Hopfen, wenn wir den geerntet haben, mit dem Malz, das wir eingelagert haben, und mit ein bisschen Wasser schon anfangen mit Bier brauen. Ja. Da bin ich ja auch sowieso mal gespannt. Wir müssen uns auch noch um den Rum kümmern. Zucker haben wir, Wasser haben wir. Wir haben aber noch kein Zuckerrohr. Das bedeutet auch wieder, wir brauchen noch ein Feld, wir brauchen noch Equipment. Die Malzproduktion läuft nicht mehr. Das Weizen, das ich verwendet habe, ist aufgebraucht. Der Weizen. Aber wir haben 114.333 Liter Malz in der Produktion. Müssen wir abholen, müssen wir einlagern. Joghurtproduktion steht noch, ganz klar. Milch gibt es erst morgen wieder. Die Dieselproduktion läuft. Das bringe ich zum Torf rüber. Die steht still, weil kein Diesel mehr da ist. So, da können wir eine Ladung auf jeden Fall schon mal wieder abgreifen. Pflaumen, Kirschen, ne, wie gehabt, brauchen wir nicht. Jetzt gucken wir noch mal schnell, was hier mit dem Kompostmaster ist. Ach, der steht still, der ist voll. Ah. Diesel hat er noch, Stroh 55.450 Liter. Diesel ist noch genug da. Hier habe ich das Wasser rausgeholt, somit ist die Anlage auch still. Macht keine Randale mehr. Hier habe ich den Dünger auf Maximum aufgefüllt, weil wir im nächsten Erntezyklus Reste verwenden, um neues Saatgut herzustellen und um den Lagerbestand aufzufüllen. Hier ist Randale. Ich habe die Gärreste ja hier eingefüllt. Wir werden jetzt wieder Dünger en masse herstellen und auf Lager legen. Damit da ja nicht bei uns der Vorrat ausgeht. Ich will auf keinen Fall nochmal in die Situation kommen, was kaufen zu müssen. Den Drescher brauche ich nicht. Da, guckt mal hier. Der steht hier in der Nähe vom Lädli, also quasi gegenüber. Der hat hier Hopfen angesehen für unsere Bierproduktion, und das hat tatsächlich gereicht, ne? Er hat bei, also 43% hat er noch Dünger, 48% noch Saatgut. Das Feld ist schon verdammt groß, aber es hat gereicht, ne? Den kann ich jetzt auf jeden Fall zum Hof schicken. Der muss erstmal wieder aufgefüllt werden, dann muss der gewaschen werden, dann muss der repariert werden, ne? Ihr kennt das, die ganzen Wartungsarbeiten. Und da fährt er mir ja alleine hin. So. Brauche ich nicht. Der. MAN. Wir holen uns mal das Mehl raus. So. Nee. 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 Ja, cool. Und dann können wir auch gleich mal gucken, wo denn hier der beste Mehlpreis heute ist. Mehl, 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 Mehl. Keine E-Mail, sondern frisches Weizenmehl beim Lädli. Na, guck an. Und er füllt auf, und er füllt auf, und er füllt auf. Ich schicke den jetzt erstmal zum Lädli hin. Verkaufen werden wir dann gemeinsam. Das beobachten wir wieder, wie viel schönes Geld es dafür gibt. Und los. Den Roder brauche ich nicht, den Tankzug. Ja, der muss bitte zur Dieselproduktion. Wir müssen da Diesel abholen. Ich schicke den mal hoch. Das muss nämlich zur Torfherstellung. Oh, 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 oh. Ach, das gibt Kratzer im Lack. Aber so ist das. Was mache ich mit dir?
Zucker. Wir müssen Zucker holen und verkaufen, hatte ich ja gesagt. Zucker, 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 Zucker ist mit Z. Zucker, fahr mal zum Zucker. So, das läuft auch schon mal. Da, 83.200 Liter Silage und abnehmend. 21.000 gehen in den Anhänger. Ja. Ich schicke den mal einfach jetzt erstmal runter, Silage holen. Dich brauche ich nicht. Dann kann ich hier auch den Autodrive ausmachen. Brauche ich nicht. Da, endlich, schaut's euch an. Der untere Rang ist jetzt, untere Rang, das Vorgewende ist jetzt in der zweiten Wachstumsstufe. Ich finde das nicht so toll, aber das andere in der Mitte, ist in der besagten ersten Wachstumsstufe jetzt. Ich kann endlich nachdüngen. Und mir ist ja aufgefallen, Arbeitsbreite 18 Meter hier beim Bredal, nur in Verbindung mit Kalk. Ich habe Pflegebereifung auf dem Bredal und auf dem Traktor, ne? Nur so fürs Gefühl, fürs Gewissen. Aber die Arbeitsbreite mit Kalk, mit Dünger und dem Bredal, Leute, 30 Meter. Das geht bei unseren Feldern hier mit dem Düngen dann noch rucki-zucki, würde ich sagen. So, aktuelle Fahrzeugposition. Vorgewende 1 bitte im Uhrzeigersinn weich, das passt alles. Generiere Feldkurs. Jawohl, zurück. Wir sind, wo ist meine Minimap? Da. Wir sind bei Feld 04. Düngen 30 Meter. Herrlich. Gespeichert, einsortieren. Wunderbar. Ein bisschen zurücksetzen. So, erster Wegpunkt und Abfahrer an. 14.000 Liter Dünger sind da drin, also den müssen wir jetzt nicht mehr so oft aufladen. Und der ist dann auch ruckzuck fertig. Ah, unser MAN ist angekommen beim Lady mit dem Mehl. 30 Meter Arbeitsbreite. Das ist mein lieber Schwan. Okay, wir lassen den arbeiten. Dich brauche ich bald. Vielleicht. Dich brauche ich auch bald. Mist. Heute nicht. Den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Oh. Wir haben ja einen Stau verursacht. Na, das passiert. Dann nehme ich den Traktor einfach raus, setze ihn auf den Bürgersteig. Und schon können die beiden Herrschaften vorbeifahren. Na, die Straße ist eng, ne? Da machst du nichts. So, brauche ich nicht. Da steht er. Wie, du hast das schon abgekippt. Du solltest doch nur dahin fahren. Hat doch keiner gesagt, du sollst schon abkippen. Ist es denn wahr? Naja gut. Dafür haben wir jetzt auf jeden Fall wieder einen noch größeren Kontostand. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Er sollte nur dahin fahren, ne? Ah, dann kann er auf jeden Fall neues Mehl holen. Und wenn er es denn schafft. Also da wird er jetzt noch mehr Reste werden jetzt noch produziert. Die kann er sich dann gleich aufladen. Tja. Ich habe dem nicht gesagt, er soll da abladen. Das ist schon eine Frechheit. Das ist schon echt eine Frechheit. So, der fährt zu Dieselproduktion. Wunderbar. Der fährt das mit dem Zucker erledigen. Wunderbar. Silage. Mach voll. Und dann fährst du bitte hoch zu BGA. Die Silage wieder abladen. Macht das deshalb jetzt kontrolliert, weil sonst steht der da immer und wir kippen und wir kippen und wir kippen. Ne? Das muss ja nicht. So, ja, der ist hier gleich fertig. Dann kann ich den zum nächsten Schritt. Nee, ist er nicht. Der ist beim ersten Vorgewinde noch. Ist ja gut. Ich habe ja nichts gesagt. So, ich lasse das mal laufen hier jetzt. Ne? Und
wenn ich mir das. Wir gucken mal eben rein bei den ganzen Abverkäufen. Dann wollen wir uns zum Schluss mal das Feld Nummer 17 war das. Jawohl, das Feld hier angucken. Ob wir da nicht schon mal mit dem Equipment loslegen, was Kartoffeln angeht. Ha? Schauen wir. Bis gleich. Jetzt zuckert der hier beim Lidl rein. Da gibt es den besten Zuckerpreis. Der ist voll mit Zucker. Also er sollte nur hinfahren. Ich habe ihm nicht gesagt, er soll da abladen. Aber seht ihr, er berührt den Trigger und lädt ab. Und dann noch durch den Kornschieber. Anstatt. Ach du ahnst es nicht. Naja, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Es dauert natürlich viel, viel länger durch den Kornschieber, als wenn er das richtig abschüttet. Aber das macht Autodrive. Ich weiß nicht, warum Autodrive das macht. Ich weiß auch nicht, warum er das machen muss. Aber Autodrive macht das. So, ich mache hier mal aus. Dann soll er noch den Restzucker abholen. Wie gesagt, Zucker einlagern brauchen wir im Moment nicht. Wir haben einfach zu viel Zucker, ne? Und Geld stinkt nicht und wir müssen ja noch Equipment holen. So, 88.431 Euro noch mal oben drauf für Zucker. Na gut, dann können wir ja noch mal Zucker mit dem abholen. Der Puma ist fertig mit Düngen. Er macht hier wieder den Hampelmann. Motor aus, Lohnkosten und Kraftstoff sparen. Ja, mehr als 90.000 passen nicht rein. Das ist schade, ne? So ein BGA-Bunker, wenn ihr mich fragt, da dürfte ruhig mehr reinpassen. Egal, wir haben den jetzt hier stehen und also die BGA und die nutzen wir auch. So, der ist fertig. Von der Anseereihenfolge her müsste er jetzt bei den Rapsfeldern weitermachen. Die Rapsfelder beginnen bei Feld 7. Eieieiei, wie viel hast du denn noch drin? 88% Dünger noch. Schicken wir ihn mal zu Feld 7. Findet er denn eine Route? Bin ich hier irgendwo lang gefahren? Oh, ich sehe schon. So geht das nämlich nicht, weil der wollte jetzt über den Kanal rüber zur Straße bzw. zum Hafen. Da am Hafen ist nämlich eine Autodrive-Route. Das ist natürlich nicht gut. Das kann nicht gut gehen. Muss den mal hier zur Straße bringen. Obwohl, da ist ja auch. Ja, egal. Ich bringe ihn jetzt hier hin. Jetzt fahre ich den selber ein Stück. So. Ja. 982.920 auf dem Konto. Ich glaube, das reicht. Ne? Für Kartoffel-Equipment. Was denkt ihr? So, fahr mal bitte zu Feld 7. Da wirst du wahrscheinlich als nächstes gebraucht. Der Mais sprießt. Das ist auch schön. Gucken wir mal eben nochmal durch hier. Mehr. 8000 Liter. Da sind aber noch 3000 zu verarbeiten. Nee. Lohnt noch nicht. Können wir hier noch parken lassen? Diesel. Endlich. Und überladen starten. Mach mal voll, die Hütte. Der Scania ist auf dem Rückweg. Ja. Ja, doch, wir gucken gleich. Bis gleich. So, unser Kleiner ist mit dem Bredal an 7 angekommen. Kurs habe ich programmiert, also generiert. Und dann kann der hier weiter düngen. Der muss die drei Rapsfelder düngen und da hinten das Haferfeld. Bin gespannt, wie lange die Menge Dünger, die da reingepasst haben, wie viele Felder und wie weit er damit kommt. Ne? Na, der macht das schon. Der macht das schon. Wo sind wir denn jetzt hier? Was haben wir denn für einen Stand? Mehl. Nein, Mehl warte ich noch, weil der ist noch nicht voll. Der fährt jetzt Diesel zum Tor. Ah, hier. Hier wollte ich doch kurz reingucken. Kontostand 982.500 und abnehmen. Abnehmen, das sind die Lohnkosten.
von den sich bewegenden Fahrzeugen. So, kipp ab. Ich habe mal umgestellt, nicht mehr Quantschieber, sondern dass der hier vernünftig abkippt. So, wunderbar. Nochmal 88.000 obendrauf. Den schicke ich erstmal wieder zum Hof. Dann muss ich mir überlegen, wie es da weitergeht. Wir können hier einmal nachkippen, ganz kurz. Immer noch nicht leer. Gut, dann gucken wir mal. Der ist im Vorgewinde. Wo ist der MAN? Der Tankzug. Tankzug. Da ist der Tankzug. Okay. Ja, also sie sind wirklich mit Autodrive ein bisschen langsamer unterwegs als Cosplay, aber es ist einfach um ein Vielfaches komfortabler, die Fahrzeuge, egal wo sie sind, irgendwo hinschicken zu können. So, er ist bei der Torfproduktion angekommen. Ich muss den jetzt natürlich aus dem Programm rausnehmen, noch ein bisschen vorziehen, Diesel abkippen. So, dann geht die Torfproduktion auch gleich wieder los. Motor aus. Den habe ich zum Hof beordert. Das ist gut. Ich muss mir jetzt erstmal wieder einen kleinen Überblick verschaffen. Überblick habe ich mir verschafft. Den schicke ich jetzt los. Der soll Malz abholen. Ins Lager bringen. Lager, Lager, Lager. Da wird das Malz eingelagert. Warum auch immer. Lager. So. Malz. Und los. Dann kann er das leer machen. Hier. Der ist leer. Okay, der kann auch erstmal stehen bleiben. Die BGR kann erstmal mal loben. Der ist fertig. Okay, kleinen Moment, den muss ich eben umsetzen. So, der restliche Mehlbestand, 11.754 Liter aus der Mühle. Und der kippt den schon wieder ab, obwohl er das noch gar nicht soll. Naja, ist ja egal. 35.527 Euro nochmal oben drauf. Du kannst jetzt erstmal zum Hof fahren. Der holt jetzt noch der Reste, das ist die Düngerproduktion. Der ist erst zum Lager gefahren und wollte aus dem Lager das Malz holen. Der soll das Malz doch aber im Lager abkippen. Oh, das war knapp. Naja, egal. Jetzt ist er auf dem Weg zur Malzmelzerei, Malz holen, um das dann einzulagern, denke ich. Hoffe ich. So, der ist leer. Wir können noch arbeiten. Der ist fertig. Okay. Ich bin schon dabei, das Haferfeld zu düngen. Die letzte Ladung Malz ist auch unterwegs ins Lager. Und jetzt schauen wir doch mal. 1.104.000 Kontostand. Wir kümmern uns jetzt erstmal um das Equipment, das wir brauchen. Kartoffeltechnik. Ah, das sind zwei Mods. Nee, wir nehmen die Original. So, 435 PS hat der. Also ist ein Vollernter. Natürlich nehme ich einen Vollernter. Mit was Kleinerem geben wir uns auch gar nicht zufrieden. Den Vollernter brauchen wir, um die Kartoffeln zu roden. Details. Wir können hier nichts verändern. Das ist aber nicht schlimm. So, 496.000 kostet das Schmuckstück. Eieiei. Also, ne? Gut, dass wir so viel Geld verdienen. So, das ist zum Roden. Jetzt müssen wir natürlich auch noch Einzelkorntechnik, Saattechnik, was haben wir denn noch? Tiefenlockerngruber. Haben wir hier Rübentechnik, Kartoffeltechnik. Da haben wir noch mehr. So, das ist 3 Meter Arbeitsbreite. Das ist 6 Meter Arbeitsbreite. Das ist halt Kartoffellegemaschine, ne? Die Kartoffellegemaschine befüllen das. Wir nehmen natürlich die große. Das ist so. Man kann die entweder mit Kartoffeln beladen, die werden dann auf dem Feld belegt. Oder aber man kann die mit Saatgut befüllen und damit, also entweder mit Kartoffeln oder mit Saatgut,
werden die Kartoffeln halt gesät. Jetzt sehe ich hier gerade, das ist Flüssigdünger, ne? Und wir stellen gerade keinen her, ne? Ja. Egal, wir gucken mal. 12 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Das ist so. Naja. 99.000 kostet die Süße nur. Wir brauchen dann also auch wieder Flüssigdünger, ne? Kaufen. Ja. Okay. 170 PS Leistungsbedarf. Naja, auf jeden Fall, ne, jetzt haben wir noch 509.000 Öcken über. Wir müssen dann doch wieder Flüssigdünger herstellen. Da hätte ich ja nicht dran gedacht. Ne? So, der ist hier fertig. Alles sehr gut. Abfahrer entlassen, Kurs rausschmeißen, zumachen. Den schicke ich jetzt zum Hopfenfeld, also dem Feld 1, weil da habe ich zuletzt angesät. So, gucken, wo er lang will. Da ist ja eine Straße. Ja, das ist in Ordnung. Wenn er jetzt noch da durchpasst und keinen Unfall baut. Sieht gut aus. Nein, sieht's nicht. Hat nämlich Kollision der Masten. Das ist natürlich doof. Gibt ja Masten, Strommasten, die haben keine Kollision, aber Laternen und Masten, das ist ja so meins, ne? Wo ich immer gerne dran hängen bleibe. So, schnell durchgucken. Da sind wir. Das ist das Equipment für die Kartoffeln. Feld 17 haben wir ja auserkoren, um da Kartoffeln anzusehen. Dann werden wir uns beim nächsten Mal das Feld 17 angucken. Ich denke mal, das muss einmal gedüngt werden, das muss gegrubbert werden. Und dann brauchen wir Flüssigdünger für die Sämaschine. Da muss auch eine Sämaschine, nicht Kartoffel-Einzelsämaschine, Kartoffellegemaschine, ist eine Sämaschine. Da muss ja auch wieder ein Traktor vor und ja, der Roder, auch ein schnickes Ding. Nicht winzig. Na gut, nicht das größte, aber auch nicht das winzigste. Ja, ich bringe das zum Hof, Leute. Schaut euch mal den Größenunterschied hier an. Wenn man da so als Mannequin vorsteht, das ist doch Wahnsinn, oder nicht? So kann man das dann endlich mal sehen, wie groß sowas wirklich ist. Naja, wie gesagt, ich bringe das Equipment erstmal zum Hof und dann werden wir uns beim nächsten Mal das Feld 17 in Ruhe angucken. Mit den Kartoffeln ernten und hast du nicht gesehen? Okay. Der Düngemann. Hast du eine Einhängerkupplung? Nein, hast du nicht. Schade. Sonst hätte ich den nämlich gleich hier die Sämaschine hinten angehängt und den Einwupp zum Hof gebracht. Ja, Platz zum Unterstellen haben wir noch. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil wir müssen ja auch noch bedenken, wir brauchen ja bald auch noch Zuckerrohr. Nicht? Gut. Ich werde jetzt das Feld 1 noch nachdüngen, das restliche Malz werde ich abladen und damit das im Lager ist. Und alles andere machen wir dann wieder zusammen beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich wie immer freuen. Ich war, bin und bleibt Shorty von der Test Area und bin damit für heute aus Südhemmern raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.